hier, Fürstin Goglard Steiner. Sie kennen sie, die Götter von Projekt Nova. Nova 6. Reznov nannte es Nova 6. Dragovic. Was wissen Sie über Dr. Clark? Wir wissen, dass Clark der Chemiker ist, der Nova 6 mitentwickelt hat. Bösartig und selbstverliebt. Entartetes Wunderkind. Ihr Kontakt Jason Hudson wurde nach Kamun geschickt, um Clark zu verhören. Erinnern Sie sich? Wieso fragen Sie? Sie wissen doch schon alles! Nein, Mason. Wir wissen nicht, was die Zahlen bedeuten. Von wo aus sie gesendet werden. Wieso fragen Sie nicht Hudson? Kowloon war seine Mission. Er hat Clark verhört. Kapiert ihr es denn nicht? Ihr glaubt, eure Gewalt mit dem Segen der Regierung macht mir Angst. Habt ihr keine Ahnung, wozu Dragovic fähig ist? Ich gewinne nichts, indem ich mit euch rede. Dann denken Sie daran, was Sie verlieren könnten. Wir können ewig weitermachen. Wir haben jede Menge Zeit. Oder Sie geben uns, was wir wollen, und wir garantieren für Ihre Sicherheit. Ich bin doch schon ein toter Mann. Ich wurde über die ganze Welt gescheucht. Wenn Sie mich finden konnten, können die es auch. Die wissen alles, was Sie wissen. Und gleich sind Sie hier. Wieso? Dragovic mag keine Risiken. Ich habe nie mit ihm direkt verhandelt. Nur mit Steiner, dem Deutschen. Worum ging es bei Ihren Verhandlungen? Ich sollte helfen, flüchtige Verbindungen zu stabilisieren. Was für Verbindungen? Nova 6. Eine biochemische Waffe. Sie haben sie direkt zu mir geführt! In Deckung runter! Wie kommen wir hier raus? Da ist eine Luke in der Decke! Hier lang! Haben Sie das Gas eingeatmet? Ich denke nicht. Spitznas kommen! Die Treppe hoch! Zum Dach! Sie, was Sie brauchen. Die sind in 0, nichts hier. Für einen Toten sind Sie aber gut vorbereitet. Ich weiß zwar, dass mein Schicksal besiegelt ist, aber ich habe es nicht eilig, mich ihm zu ergeben. Na, wenn Sie meinen... Hab ihn!
Deckung geben! Hudson, Auge nach links! Lade nach! Deckung geben! Feind erledigt. Gut gemacht! Blendgranate! Falsches Ziel! Kontakt erledigt. Sie schlagen die Fenster ein! Noch zwei Arschlöcher. Dragovic macht sich viel Mühe, um sie zum Schweigen zu bringen. Was haben sie uns verheimlicht? Ich habe ihnen doch von Nova 6 erzählt.
Wo ist Ihre Basis? Vietnam? Laos? Kambodscha? In seiner Heimat, dem Ural, Yamantau. Da finden Sie Steiner. Er trifft aus Vorbereitungen für Projekt Nova. Und? Gemunkel? Gerüchte? Irgendetwas? Steiner und Dragovic sprachen über Zahlen. Was für Zahlen? Feind! Verurteilt! Dragovic, aufräumen kann ich selber. Ah. Haben Sie genug Munition? Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hier lang! Den Flur entlang, bis zum Ende! Balkon! Lade nach! Brauche Deckung! Balkon, rechte Seite! Es ist nicht mehr weit! Waffen und Munition! Nehmen Sie, was Sie brauchen!
Ich muss diese Tür öffnen. Ich brauche Deckung, während ich die Tür öffne. Okay, Moment. Es ist ein Weilchen her. Nur noch ein letzter Sprung! Wo wollen Sie hin? Ich rutsche ab! Identifizierte Dragovichs Wissenschaftler. Er heißt Steiner. Wir gehen nach Russland. Berg Yamantau. Jason Hudson erzählt hat, was Dr. Clark in Kowloon preisgab. Hudson sagte, Clark sei verrückt. Paranoid. Von Zahlen besessen. Clark erschuf Nova 6, ein Nervengift, das den Körper in Sekundenschnelle zerstört. Kravchenko, die rechte Hand von Dragovich, führt in Vietnam Tests durch. Auch an eigenen Leuten. Ihm ist das gleich. Vorkuta. Reznov erzählte es in Vorkuta. Was hat er mir gesagt? Mason, hören Sie zu. Es ist schon eine ganze Zeit lang her. Dragovich. Kravchenko, Steiner, alle müssen sterben. Er berichtete, was sie getan hatten. Was das für Leute waren. Warum alle sterben mussten. Mein Vater war Musiker in Stalingrad. Während der deutschen Besetzung füllte der Klang seiner Geige die Luft mit wundervoller Musik. Korsakow. Stasow. Er spielte viele Werke unserer Komponisten. Für meine Landsleute war es ein Symbol der Hoffnung. Für die Deutschen ein Symbol des Widerstandes. Seine Musik verfolgt mich noch heute. Die Deutschen schnitten ihm eines Nachts die Kehle durch, während er schlief. Mit Deutschen zu kollaborieren ist Verrat. Verrat an ganz Russland. Dragovich und Kravchenko war das aber gleichgültig. Sie waren nur auf ihre eigenen Vorteile und Pläne bedacht. Es ist alles geladen. Sie warten. Viktor! Es wird Zeit. Ja, Dimitri. Zeit, auch die letzten Reste des deutschen Militärs zu vernichten. Mirski, alles einpacken. Es geht los. Die Männer und ich hatten während der schlimmsten Winter an der Ostfront gekämpft. An Kälte waren wir gewöhnt.
Aber auch heute noch gefriert mir das Blut in den Adern, wenn ich an diesen Tag zurückdenke. Weit, weit weg von zu Hause. Ah, der Held von Berlin ehrt uns durch seine Gegenwart. Sind Sie das Kämpfen nicht leid, Reznov? Solange Mütterchen Russland Feinde hat, erhöre ich Ihren Ruf. Vergessen Sie die Rivalitäten, Kravchenko. Reznov wird tun, was man ihm befiehlt. Wir sind wegen eines Deutschen hier. Wegen eines ganz bestimmten Dr. Friedrich Steiner. Der Mann hat uns seine Unterstützung angeboten. Ihm darf nichts geschehen. Missachten Sie den Befehl, sind Sie tot. Was ist in Stalingrad zwischen Ihnen und Dragovic vorgefallen? Als die Besetzung begann, ließen er und sein Schuss und Kravchenko meine Männer und mich in der Unterzahl zurück. Sie versprachen uns Verstärkung. Aber es kam keine. Dragovic und Kravchenko sind Opportunisten, Manipulatoren. Man kann ihnen nicht trauen, Dimitri. Dimitri Petrenko war einer der mutigsten Männer, die ich je gekannt habe. Von der Belagerung Stalingrads bis zum Untergang Berlins war er an meiner Seite. Für die Wunden, die er erlitt, um uns den Sieg zu sichern, hätte er in Russland als Held begrüßt werden sollen. Aber Stalin hatte keine Verwendung für Helden. Dem Deutschen darf nichts geschehen! Wir brauchen Steiner lebend! Bewegung! Alle beide! Gehen wir! Es ist schön, wieder an Ihrer Seite zu kämpfen. Ja, mein Freund. Für einen letzten Sieg. Jeden Winkel des Lagers absuchen. Nur Steiner muss verschont werden. Hurra! Nicht!
Kontrollgebäude überprüfen! Weiter, Freunde! Such den nächsten Verreicher! Dreckt alle nieder, die uns aufhalten wollen! Scheiße! Einer verwundet hier! Bei Tür! Er hat ihn erwischt! Vorsicht! Da könnte noch mehr versteckt sein! Hier. Er muss näher beim Schiff sein! Papiere! Verteilen! Jedes Gebäude durchsuchen! Schöpfe, Feuer! Markieren Sie mit Rauch das Spiel für unsere Marke! Bitte! Feuer auf die! Ich bleib bei der Brücke! Gute Augen! Gute Schuss! Presse, Körper! Halt Sie noch Rauchgranate! Werfen Sie die! Greifen an!
Wir müssen näher an Steiner ran. Er wird dort sein, wo sich alle Feiglinge verkriechen. So weit wie möglich vom Schlachtfeld entfernt. Ob wir nach dieser Mission wohl nach Hause können? Ich hoffe es, Dimitri. Ich hoffe es. Zielen Sie nicht mit der Waffe auf mich, blöder Russe!
bringen Sie mich zu Dragowitsch. Als ich dem Deutschen in die Augen sah, sah ich, dass das Böse dort noch brannte. In diesem Moment sehnte ich mich danach, sein elendes Leben zu beenden. Aber ich war Soldat. Damals glaubte ich noch an Befehle. Bresnov! Bringen Sie Ihre Leute mit! Was ist hier denn so wichtig? General Dragowitsch will sich einen Namen machen. Er glaubt, dass in diesem Außenposten etwas ist, was für Russland von großem Wert ist. Dragowitsch und Steiner reden wie alte Freunde. Das gefällt mir nicht, Bresnov. Mir auch. Wir müssen uns beeilen. Manche Deutsche wollen die Zerstörung der Eroberung vorziehen. Sie haben mir versichert, es gibt keine Probleme. Ich kann nicht überall sein, General Dragowitsch. Die Soldaten haben geschworen, ihr Land bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Bewundernswert, aber sinnlos. Gravchenko, bringen Sie das hier zu Ende. Reznov, Sie und Ihre Männer gehen vor. Ja, Sir! Petrenko, Nevsky, Belov, Vichare! Wir rücken aus! Erzählen Sie mir von Ihrer Mitarbeit am Projekt Giftiger Sturm, Steiner. 1943 erkannte unser Land, dass wir die Alliierten nicht mehr lange abwehren konnten. Wir begannen nach unkonventionelleren Lösungen zu suchen. Während des Kriegs konzentrierte sich meine Forschung auf chemische Waffen. Es war penible und frustrierende Arbeit gefragt. Doch schließlich entwickelten wir eine Waffe, deren Effektivität unsere kühnsten Träume übertraf. Die Waffe, die sich nun in diesem Schiff befindet. Nova 6. Vollkommen egal, wie effektiv Ihr Nova 6 ist. Sie mussten es irgendwie freisetzen. Mit V2-Langstreckenraketen, von diesem Außenposten aus gestartet. Die Ziele waren Kontrollzentren. Washington DC war unser erstes Ziel. Danach Moskau. Ehrgeizig und bewundernswert, Herr Steiner. Aber wir waren zu spät. Die Briten standen vor der Tür und ihre Bomber setzten das Schiff außer Gefecht. Es verfing sich im Eis. Wir retteten, was wir konnten. Aber es war zu spät. Deutschland hatte sich ergeben. Und über Berlin wehte die rote Fahne. Eine Sondereinheit hatte Befehle, das Schiff im Angriffsfalle zu zerstören. Offenbar haben sie versagt. Die Sprengladungen wurden niemals aktiviert. Das ist es. Reznov, öffnen Sie die Tür. Wir hatten gefunden, wonach wir suchten. Nova 6. Die deutsche Massenvernichtungswaffe gehörte jetzt Mütterchen Russland. So dachten wir jedenfalls. Aber unser Sieg währte nur kurz. Dragowitsch wollte die Wirkung des Giftes selbst sehen. Und es war eine Gelegenheit, einen tiefen Stachel zu ziehen. Ich wusste schon lange von ihrem Misstrauen, was sie für Männer waren. Ich hätte den Verrat voraussehen müssen. Dmitri Petrenko war ein Held. Er hätte einen Heldentod verdient. Aber statt sein Leben für das Mutterland zu geben, starb er für nichts. Wie ein Tier. Er hätte
hätte in Berlin fallen sollen. Als ich meinen besten Freund sterben sah, wurde mir klar, dass noch andere die deutschen Waffen suchten. Die westlichen Alliierten kreisten wie die Geier. Natürlich flohen Dragovic, Kravchenko und Steiner wie die Ratten und überließen mich den Briten. Britische Kommandos greifen unsere Stellungen an! Los! Kämpf den Weg frei! Wir stürzen dieses Schiff in die Hölle. Niemand darf in den Besitz dieser schrecklichen Waffe gelangen. Mehr Briten! Feind beim Generator! Sie erledigt! Sanitäter! Verstanden! Erst als ich gefasst und nach Vorkuta verschleppt wurde, erfuhr ich von Dragovichs wahren Absichten. Er würde für Nova 6 sogar sterben.
Uns rennt die Zeit davon, mein Freund. Werden Sie diese Waffe vernichten? Oder glauben Sie, dass Sie sie benutzen werden? Die Fahne ist eine andere, aber die Methoden sind identisch. Sie benutzen sie genauso wie mich. Entscheiden Sie sich. Entscheiden Sie sich, wofür Sie lieber kämpfen wollen. Dragovic, Kravchenko, Steiner, diese Männer müssen sterben.